Wir haben unsere Credentials für Shareholder jetzt abgeholt, also wir dürfen offiziell jetzt an der Hauptversammlung teilnehmen und hier gibt es Shareholder-Shopping, nicht nur die fetten Teile, sondern auch Schuhe, Schokolade, Kosmetik, alles da. Also hier ist wirklich jede Firma vertreten, die im Imperium von Warren Buffett ist. Du kannst von den ganz simplen Dingen, wie eben hier die Cowboy Boots oder die Hüte, du kannst dir Schokolade kaufen. Du kannst dir dann aber auch weiter vorn eine Beteiligung an NetJets kaufen, wenn du also privat fliegen möchtest. Oder da hinten haben wir gerade gesehen, jetzt gibt es auch Motorjachten. Also mittlerweile gibt es hier wirklich für alles was, also große Leute Shopping sozusagen. Das hat sich ja auch erst mit den Jahren so entwickelt, dass das hier so ein Happening geworden ist. Also ich kenne es ja jetzt auch nicht von früher, aber was man so hört, hat das ja irgendwann mal angefangen. Da waren diese Aktionärsversammlung 1 Dutzend Aktionäre da und die haben das in einem kleinen Speisesaal irgendwo gemacht. Mittlerweile hat man hier dieses ganze Center gemietet für ein ganzes Wochenende. Tausende von Mitarbeitern müssen sich hier um das Ganze auch kümmern. 30.000, 40.000 Besucher werden erwartet. Es wird in alle Welt übertragen, es wird noch in die Welt gestreamt und das ist schon wahnsinnig beeindruckend, was man hier so sieht. Heinz Ketchup gehört auch zu Warren Buffett. Er liebt das Ketchup und deswegen hat er die Firma auch mal gekauft. Für die Aktie lief es nicht ganz so gut. Im Gegenteil, die Aktie ist eigentlich in den letzten Jahren relativ schlecht gelaufen. Er hat sie ja zusammen mit einem brasilianischen Unternehmen, das war ja ein Zusammenschluss zwischen Heinz und Kraft, dann hat man sie zusammen an die Börse gebracht. Ich glaube, das war vor 4 Jahren etwa. Und am Anfang stieg der Kurs ganz gut an, jetzt ist aber sogar wieder unter den Einstiegskurs gefallen. Und das heißt, das ist alles andere als eine gute Entwicklung. Das heißt, ihm wird der Ketchup momentan lieber als der Aktienkurs sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da morgen auch einige Fragen von Analystenseite gibt. Interessiert mich auch, weil ich habe auch Kraft Heinz Aktien. Hier vor der Hauptversammlung treffen sich die Aktionäre traditionell hier bei Borsheim. Das ist ein amerikanischer Juwelier, eine hochwertige Kette. Haben Sie auch schon was gekauft? Nein, noch nicht. Also ich habe mir das im letzten Jahr schon einmal angeschaut und da ist es wirklich sehr, sehr teuren Schmuck gibt es da. Also angefangen von Uhren über Ketten und Ohrringe, aber selbst Diamanten kann man hier drin kaufen. Warum kauft denn Warren Buffett jetzt eine Juwelierkette? Ja, wahrscheinlich aus denselben Gründen, warum er eine Coca-Cola kauft. Also Borsheim scheint wohl hier in der Gegend einen extrem guten Ruf zu haben. Ich glaube, jeder, der sich irgendwie verlobt oder der heiraten möchte, geht hierher und kauft seine Verlobungsringe, seine Hochzeitsringe. Und die Margen werden entsprechend gut sein. Und er wird sich vielleicht auch gesagt haben, dass dieser Burggraben, den er ja gern bei einem Unternehmen sucht, dass er den hier auch findet. Weil wer würde jetzt hier in Omaha noch ein anderes Juweliergeschäft aufmachen? Und wir können es auch noch mal zeigen. Hier, die Leute stehen an hinter uns. In dem Zelt wird auch gleich eine Band aufspielen. Es gibt Cocktails, also schon mächtig was los. Das ist so ein richtiges Happening für Jung und Alt. Genau, also das ist hier eine große, wie ein Familientreffen ist es ja. Und so sieht ja Buffett auch sein ganzes Aktionärstreffen. Er sagt, das ist die Familie, die kommt, das sind die Inhaber der Firma. Er sieht sie ja nicht nur so wie in manchen anderen Firmen, das sind halt die Aktionäre, die man so ein bisschen bei der Stange halten muss. Und sagt, das ist Familie und klar, mit Familie feiert man. Ich bin gespannt, ob er selbst heute kommt. Ja, seit 5 Uhr, Jens Rabe, waren Sie hier und haben angestanden. Um 7 Uhr ging es dann rein in die Halle. Hat sich das schon mal gelohnt? Naja, wenn man ganz ehrlich ist, wir hätten wahrscheinlich noch etwas eher kommen müssen. Also 3 Uhr? 3 Uhr wahrscheinlich. Die ersten standen 3 Uhr. Und als wir kamen, als wir dann hereingelassen wurden, das war dann etwa so 7:30, um 7 öffneten die Türen, dann waren schon wirklich sehr, sehr viele Plätze belegt und die Halle ist komplett bis zum letzten Platz gefüllt. Also eher wäre gut gewesen, später hätten wir auf gar keinen Fall kommen dürfen. Hier im Century Link Center war wirklich jeder Platz dann belegt. Es gibt noch einen anderen Saal, da wird das übertragen. Also wirklich sehr, sehr viel Interesse an den beiden, an Charlie Munger und natürlich an Warren Buffett. Die beiden kamen sehr langsam auf die Bühne, haben erstmal auch einen langsamen Start gehabt, so sprachlich fand ich. War das auch Ihr Eindruck?
Ja, ich habe auch so das Gefühl, so gegenüber dem letzten Jahr, dass man ihnen schon ein ganz klein wenig das eine Jahr, was sie älter geworden sind, anmerkt. Aber nichtsdestotrotz muss man immer noch sagen, für zwei ältere Herrschaften, die alle beide roundabout 90 Jahre sind, sind die natürlich extrem fit, vor allen Dingen geistig natürlich fit. Und das merkt man vor allen Dingen auch in ihren Antworten, wo ganz viel Witz immer durchblitzt. Also das macht schon Riesenspaß, den beiden zuzuhören. Es ist ja keine leichte Kost sozusagen, ja, also man muss wirklich sich konzentrieren, man muss den beiden zuhören. Die erste Runde ging 3 Stunden, Antworten auf die Fragen der Aktionäre, Journalisten haben Fragen gestellt, aus dem Publikum konnte man Fragen stellen, also es war wirklich offen für ganz viele Gruppen. Ja, die Fragen sind so etwas zweigeteilt. Auf der einen Seite hat man die Fragen der Öffentlichkeit, also Aktionäre, das, was von den Journalisten kommt. Die sind relativ einfach, da versteht man auch die Antworten recht gut. Wenn die Analysten dann nachfragen, dann geht es schon sehr, sehr viel ins Detail hinein. Da werden auch viele Dinge gefragt von den Firmen, die man jetzt gar nicht so kennt, die Berkshire komplett gehören. Und da geht es schon wirklich um ganz, ganz spezielle Details. Aber auch das macht natürlich Sinn, da mal genauer zuzuhören, weil man so einfach besser versteht, was steckt denn eigentlich alles hinter Berkshire Hathaway. Gab es für Sie etwas so zwischen den Zeilen, was besonders interessant war? Ich glaube, was wieder auffällt, genau wie schon im letzten Jahr, es sind unheimlich viele asiatische Besucher. Und es wird natürlich auch immer gefragt, würde er auch in China investieren, wenn er weniger Geld hätte, wenn er jünger wäre? Und er sagt, nein, er würde das nicht. Er würde weiterhin in Amerika bleiben, weil er sich auf der einen Seite besser auskennt in diesen Marken, auf der anderen Seite, weil er eben auch sagt, Amerika ist dieser entwickelte Markt, der einfach viel leichter vorauszusagen ist, als jetzt ein Land wie oder ein Markt wie China beispielsweise, wo es eben dann doch noch sehr viele Unwägbarkeiten gibt. Also das war eine interessante Sache. Und er hat natürlich auch immer wieder die Firmen, wo es zuletzt mal Skandale gab, wie etwa Wells Fargo, die hat er natürlich verteidigt und hat immer wieder appelliert an das langfristige Denken auch der Anleger, dass er gesagt hat, alle großen Firmen haben irgendwann mal Probleme und dann sollte man sie aber natürlich genau beobachten, aber nicht pauschal verurteilen und einfach so weglassen. Mehr Details über die Nachfolgeregelung irgendwann mal haben wir heute nicht gehört. Nein, ich glaube, das wird auch nicht passieren. Ich bin mir zu 100% sicher, dass das im Hintergrund alles schon geregelt ist. Also da wird es auch keine Überraschungen geben, aber er wird das natürlich hier nicht in der Öffentlichkeit kundtun. Bei mir ist Daniel, er ist 18 aus Berlin und du bist schon Aktionär. Ja, so ist das, ja, genau. Nun bist du einer hier der Jüngsten wahrscheinlich, wenn man sich so die Leute anschaut. Warum interessierst du dich besonders für Aktien und für Warren Buffett? Das ist schwer zu sagen. Ich bin einfach irgendwann draufgekommen und es hat mich dann irgendwie nicht mehr so richtig losgelassen. Ich finde das Geld eigentlich an sich nicht so wichtig, aber Warren Buffett ist einfach eine beeindruckende Person. Viel gespendet, ein liebenswerter Typ einfach. Und so bin ich an ihm hängen geblieben und habe mich da weiter drüber informiert und habe dann Aktien gekauft. Sind seine Anlagestrategien für dich so inspirierend, dass du erst auch in diesen Bereich Aktienbörse gegangen bist? Ja, schlussendlich kam es nicht auf die Aktienstrategie zuerst an. Also ich meine, am Anfang hat man ja keine Ahnung. Und so bin ich eigentlich über den Typ auf die Aktienstrategie erst gekommen. Aber im Endeffekt zeugt eigentlich sein Erfolg davon, dass es eine gewinnversprechende Strategie ist. Und im Endeffekt mit dem Kauf von Berkshire Hathaway kann man nicht viel falsch machen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dem einfach treu zu bleiben. Glaubst du denn, dass junge Leute wie du genug so über Wirtschaft, Börse erfahren, zum Beispiel auch in der Schule? Oder ist das auch eine Sache, dass man da mehr machen sollte? In der Schule ganz sicher nicht. Also ich weiß auch nicht, ob jeder jetzt über Börse und Aktien belehrt werden sollte. Aber wahlpflichtmäßig könnte man da schon mehr anbieten, auf jeden Fall. Aber schlussendlich, also ich meine, die Informationen sind jetzt alle im Internet. Man kann die Bücher lesen, wenn man sich dafür interessiert. Aber grundsätzliche hauswirtschaftliche Sachen wären schon ganz, ganz wichtig eigentlich. Die Hauptversammlung ist vorbei. Was ist denn das Fazit jetzt? Was hat man von den Altmeistern mitnehmen können? Naja, es war jetzt nichts dabei, wo man sagt, oh, das war jetzt nochmal ein Augenöffner, aber dafür fährt man ja hier auch nicht her. Sondern es geht ja um das Erleben, es geht um das Drumherum, dass man einfach mal aufnimmt, diesen ganzen Gedanken, den Warren Buffett und Charlie Munger, wie sie die Gesellschaft in den letzten 50 Jahren geprägt haben. Und man will natürlich einen Ausblick haben. Und ich glaube, der Ausblick, der kommt auf jeden Fall rüber. Für mich persönlich bleibt Berkshire Hathaway ein sehr gutes Investment in die amerikanische Wirtschaft. Er hat auch gesagt, es wird mal runtergehen, wir werden auch mal Fehler machen. Aber ich glaube, so wie die Firma aufgestellt ist, das kam jetzt auch sehr gut rüber, hat man hier einfach ein gutes Investment für die Zukunft.
Ich habe mich gerade mit einem jungen Amerikaner vor dem Saal unterhalten und der meinte, für ihn kommen zu viele Leute hierher, weil sie denken, sie können so auf einen Schlag reich werden, aber sie wollen eigentlich gar nicht so sehr die Strategie dazu und das Wissen dazu haben. Also sie wollen vielleicht eher so einen einfachen Weg gehen. Ist das auch, deckt sich das so mit Ihren Erfahrungen hier? Zum Teil. Also auf der einen Seite hat man ja, wir haben darüber schon gesprochen, diese ganzen asiatischen Besucher, die vornehmlich aus China kommen. Und bei denen merkt man schon, die wollen lernen. Die wollen wirklich, die wollen den Meister kopieren, die wollen lernen, die wollen wissen, wie hat er das geschafft, um das selber umzusetzen. Ja, und klar, dann kommen natürlich auch viele, die vielleicht darauf hoffen, dass er ihnen verrät, was ist die nächste Aktie, die er kaufen will oder wo soll man eine Apple nochmal nachkaufen und so. Und das macht er natürlich nicht. Mir war es jetzt nicht persönlich zu viel, dass diese Leute kommen, weil das ist ganz normal, wenn hier 40.000 Besucher kommen, dass da auch immer welche dabei sind, die sich so etwas erhoffen. Das ist einfach der Popularität von Warren Buffett auch geschuldet. Aber wie gesagt, wenn man was lernen möchte, wenn man sich sein Investment auch mal näher anschauen möchte, was man hier hat, dann glaube ich, ist man hier goldrichtig. Es hat auch ein Kind eine Frage gestellt, 9 Jahre alt, ist schon seit 2 Jahren Aktionär. Das sind auch so schöne Momente, wo man sieht, es ist auch irgendwie was für die ganze Familie und Finanzbildung sollte vielleicht auch ein bisschen früher anfangen, als das oft bei uns in Deutschland der Fall ist. Also absolut. Ich glaube, man sieht auf keiner deutschen Hauptversammlung so viele Kinder, wie sie hier waren. Also zum Teil ja Babys wurden hier mitgenommen. Na klar, die verstehen noch nichts davon, aber einfach diesen Spirit zu bekommen, dass man sagt, okay, man kann sich an etwas beteiligen, was man versteht, was man kennt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und tatsächlich das kleine Mädchen, was da diese Frage gestellt war, natürlich, man hat gemerkt, die Mama hat das wahrscheinlich aufgeschrieben. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist für so ein Kind auch eine ganz wichtige Entwicklung, dass man sie frühzeitig an das Thema Geld heranführt. Natürlich auch spielerisch, aber da hilft natürlich auch sowas mal, weil es das Ganze eben greifbar macht.